Hören und Sie singen Französisch. Und dann habe ich mich unheimlich gewundert, als ich erfahren habe, dass Sie zu uns kommen. Denn ich habe mir gedacht, wie kommunizieren wir miteinander, wenn Sie nur Französisch spricht? Und siehe da, Sie sprechen fließend Deutsch. Wie nah an der Grenze sind Sie aufgewachsen? Fließend vielleicht nicht so, aber meine Mutter war Deutsche und ich bin 50 Meter von der deutschen Grenze geboren. Mhm. Und aber meine erste Sprache war so ein Saarbrücker Blatt und das war nicht so schön. Und dann habe ich ein bisschen Deutsch in der Schule gelernt. Und natürlich, wenn man so redet, dann hilft es, eine Sprache zu, dass man sie behalten kann. Und, mhm. Aus was für einer Familie kommen Sie? Aus was für einer Familie? Also eine große Familie. Ich habe 5 Brüder und eine Schwester. Ich bin die Kleinste. Die 7. von 7 Geschwistern. Genau. Und man sagt immer die Verwöhnste, aber das weiß ich nicht so. Und ich habe leider meine Eltern nicht mehr und wir waren eine ziemlich normale Familie, auf Französisch modest, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Bescheiden. Bescheiden. Mhm. Und, was war Ihr Vater von Beruf? Er war Kruben? Bergmann. Und man muss dazu sagen, Sie sind in Lothringen aufgewachsen, ja. Eben wo, also, ja, wo es eben noch Bergleute gibt und Ihr Vater war einer von diesen Männern. Genau, mhm. Und es war eine schwierige Arbeit, weil ich sah meinen Vater immer nach Hause kommen und sehr ermüdend und und heute natürlich ist es auch ein Problem, weil es halt diese Arbeit nicht mehr gibt, weil all diese Minen heute zu sind und das ist ein großes Problem. Und wie ist in der kleinen Patricia der Wunsch entstanden, aus dieser Bergarbeitergegend, aus einer einfachen Familie rauszukommen, in die große Welt, ein großer Star zu werden? Das war nicht so. Mein Wunsch war zu singen. Mhm. Ich liebte Musik und ich liebte auf einer Bühne zu stehen. Und weil der Kontakt zu dem Publikum, das für mich war das Wichtigste. Und mein Wunsch war zu singen. Ich wusste nicht, ob mein Traum ging gar nicht so weit. Mein Traum ging gar nicht so nach Paris, eine Sängerin zu werden und aber dann eines Tages bin ich nach Paris gegangen und habe ein Vorsingen gegeben. Wie alt waren Sie da? Da war ich doch schon, war ich vielleicht 17. Aber da hatten Sie schon viele Jahre auf der Bühne gestanden. Wann war denn Ihr erster Auftritt? Oh, mein erster Auftritt vielleicht mit 9. Also ich fange an so mit 8 bei meinen Brüdern auf der Hochzeit zu singen oder bei andere kleine Gelegenheiten. Mhm. Und mit 9 da hatte ich meine erste Band und da sang ich samstagabends. Mhm. Und natürlich war es immer vergnügend und es war nie verträglich oder so. Und ich hatte das Glück, meine Eltern waren nicht dagegen. Sie wollten mich froh sehen und haben mich nie dazu gezwungen und auch nie verboten. Und Ihr eigentlicher Entdecker war der berühmte französische Filmschauspieler Gérard Depardieu. Der saß eines Abends in einem Ihrer Konzerte oder Konzerte, kann man nicht das wahrscheinlich gar nicht nennen. Nicht er selber. Selbst, nein, weil eines Tages hatte ich François Bernheim, er ist ein fester Freund von Gérard Depardieu. Mhm. Und er kam auf einem Bierzelt nach Deutschland, weil ich sang in einem Bierzelt. Und das ist, ich muss sagen, für einen Franzosen, es ist ziemlich, weil wenn man da auf der Bühne steht, die Leute sind da, sie wollen ein Bierchen, sie sind nicht, schunkeln. Ja, genau, sie sind nicht da, weil sie sehen wollen, wer auf der Bühne steht. Und da muss man sich doch durchkämpfen. Und wenn man so jung ist, dann, ich weiß nicht, das für einen Franzose ist das ziemlich ein großer Moment, weil es das halt nicht in Frankreich gibt. Und naja, und er hat mir dann gesagt, naja, komm, mach ein Vorsingen in Paris. Und so kam es zu Gérard Depardieu. Also Gérard Depardieu hatte die erste Single, die 1985 rauskam. Mhm. Produziert finanziell. Mhm. Und aber diese erste Single, sie hieß Jalouse, hatte keinen Erfolg und man hat zwar ein bisschen von dieser Single geredet, aber es war nichts. Und aber danach hat Gérard Depardieu nicht weiter produzieren wollen und das tut ihm heute leid, oder? Ich mir weiß vorstellen. Ich weiß nicht, also ich glaube, er hat es nicht nötig, aber er hat immerhin einen guten Riecher bewiesen. Ja, und er ist also ich kenne ihn nicht sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe ihn vielleicht 8 Mal gesehen und
wenn ich ein Konzert in Paris gebe und er ist da, da kommt er natürlich. Mhm. Und seine Frau hat auch, deine damalige Frau, Elisabeth Tebasio. Der wechselt die Frauen auch etwas häufiger. Also nicht so oft, oder? Ja, so ein paar Mal. Ah. Die hat damals das Lied, glaube ich, geschrieben auch, ne? Sie hatte den Text geschrieben, ja, ja. Und sie hat auch danach zwei, drei andere Lieder geschrieben für mich. Und naja, so hatte ich diesen Kontakt zu der Familie Depardieu. Aber heute ist es sehr weit. Jedenfalls, wie es heute aussieht, wenn Sie auf der Bühne stehen und singen, das wollen wir uns unbedingt auch nochmal anschauen. Patricia Kass. Patricia Kass hat es geschafft. Die Pop-Chanson-Lady aus einem Dorf in Lothringen ist längst ein Star geworden. So wie ihre Mutter es immer wollte. Eines der sieben Kinder aus dem kleinbürgerlichen Haushalt sollte berühmt werden. Mit 8 Jahren und noch schüchtern stand das Mädchen aus dem lothringischen Stiring-Wendel bei einem Faschingsball zum ersten Mal auf der Bühne. Mit 17 war sie bereits eine erprobte Tingelprinzessin. 3 Auftritte pro Woche im Saarbrücker Club Rumpelkammer. Patricia Kass, die Piaf der Moderne, wie sie oft genannt wird. Eine Sängerin, die es in 25 Bühnenjahren gelernt hat, ihre eigenen musikalischen Vorstellungen auch gegen Produzenten durchzusetzen. Die Bühne ist ihr Leben und das Publikum liegt der zierlichen Sängerin mit der rauchigen Stimme ohnehin zu Füßen. Patricia Kass ist mit 9 Millionen verkauften Platten die erfolgreichste französische Sängerin. Also inzwischen sind es 11 Millionen. Sie sind so ungeheuer wandlungsfähig. Sie sehen immer anders aus in jeder dieser Aufnahmen. Und irgendwann habe ich mal gedacht, das ist wie Madonna, die auch ständig so Metamorphosen erlebt, so Verwandlungen und immer anders aussieht. Ist das eine Sängerin, der Sie sich verwandt fühlen? Nein, also ich glaube, dass als Mädchen, als Frau, da, wenn man 15 ist und 30, da ist man halt ein bisschen anders. Und man sucht sich halt ein bisschen und manchmal gibt man dir Etiketten und man versteckt sich dahinter, weil, naja, sind Leute, die denken für dich, weil für mich war das Wichtigste war Singen und nicht das wie aussehen und wie kurz der Rock sein muss. Und aber dann, wenn die Jahre so vorbeigehen, dann habe ich auch mehr Selbstvertrauen und weiß besser, was ich will und wie. Aber ein Schönheitsrezept müssen Sie uns verraten. Ola. Beziehungsweise ich weiß eins von Ihnen und ich weiß nicht, ob wir es nicht vielleicht weitergeben sollten, denn es scheint ja gut zu funktionieren. Sie kaufen immer so große Flaschen von diesem Bübchen Kinderöl. Was machen Sie mit dem? Trinken Sie das vor dem Auftritt oder was? Ja, das ist, weil ich eine Grenze geboren bin, habe ich meine kleine, wie sagt man, Tick, meine kleine Tick, okay. Tick, ist gut, sagt man, ja. behalten. Aha. Und das ist auch dasselbe bei den Süßigkeiten. Ich behalte immer sehr gerne dieselben, die man, naja, immer auf der deutschen Seite. Zum Beispiel welche Sorte? Die kleine Dominosteinchen, die Schokoladdominosteinchen an Weihnachten zum Beispiel oder so. Und dieses Öl, ich finde das gut, wenn man gerade aus der Dusche rauskommt, wenn die Haut noch ein bisschen feucht ist, dann gibt es eine sehr schöne, zarte Haut. Also ausprobieren. Und dann haben Sie noch eine Schwäche für Aldi-Produkte, habe ich mir sagen lassen. Naja, weil damals hatten wir in Aldi auch eingekauft. Und was machen Sie heute noch? Ja, also wenn ich gehe so 3-4 Mal im Jahr zurück. Und da kaufe ich immer all diese Sachen ein, die ich halt in Paris nicht finde. Natürlich gibt es schöne Produkte in Frankreich, aber man hält halt an, was man kennt viele Sachen, also Badezeug. Und wenn man eine kleine Indiskretion verraten darf, noch eine kleine. Normalerweise, wenn so Stars kommen, Patricia Kass, dann wird gefragt, wollen Sie vorher irgendwas essen oder in der Garderobe haben? Dann kommen die exotischsten Wünsche. Und aus Ihrem Management hieß es ja, Currywurst und Pommes. Eine gute Geschichte. Womit wir
Womit wir beim Essen angekommen sind. Und ich wüsste gerne von Ihnen, ob Sie kochen können. Haben Sie was gelernt in Ihrer Familie? Oh, also ich koche ein bisschen einfach und... Rezepte aus Ihrer Heimat? Also Heimat, ja, Wiener Schnitzel. Ah, das ist ja noch nicht gerade Ihre Heimat. Also nein, aber ich bin nicht eine große Küchen mit sehr vielen also Soßen und komplizierten Sachen. Wie wissen Sie denn, was in einen ordentlich elsässisch-lothringischen Flammkuchen reingehört? Also Flammkuchen ist mehr elsässisch und das ist nein, nicht sehr viel. Also wie sagt man, Lardon? Speck, Zwiebeln und Fromage blanc, weißen Käse und der Teig. Creme fraiche. Wollen Sie gerne mal die Gelegenheit nutzen, mit einem ausgebildeten Bäcker, das ist nämlich Herr Völz, gemeinsam einen elsässischen Flammkuchen zu backen? Jetzt? Jetzt und hier? Ich frage mich erstmal, was gibt's dafür? Habt ihr denn alles da? Wir haben alles da. Wir wollen mal gucken, wie das ausschaut, wenn ein Weltstar Kuchen backt. Ja, oh mein Gott, er hilft Ihnen. Ja, es gibt ja das Schönste aus Mirabellengeist. Damit fangen wir an. Gehen Sie dahin, auf die Seite, bitte. Okay. Ja. Frau Kaas, wo sind Sie? Hier. Wollen Sie einen kleinen vorher haben? Nein, danke schön. Darf ich den für Sie mittrinken? Okay. Also da sind jetzt ganz viele, ganz viele Zutaten und Sie müssen die eben Amelie ist auch ganz entzückend, wenn sie was trinkt vorher. Nee, um Gottes Willen. Wir machen das später oder Sie wollen mich nicht ernsthaft auf dem Tisch tanzen sehen. Nein, 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 um Gottes Willen. Ganz winzig. Ganz kleinen Schluck, Amelie. Das tut okay, auf Bravo. Jetzt haben wir einen Hefeteig. Der ist stark. Also, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir einen Hefeteig. Erstmal müssen wir das Blech mehlen. Vorsichtig mit den schönen Jeans. Ja, dieselbe Farbe. Sie entscheiden hier bei den Zutaten, was dann rauskommt. Ja, ja, Sie. Die Elsa, das ist ein Lackelot. Wollen Sie rollen? Ich versuche es. Ja, machen Sie das. Wir geben doch etwas Mehl drüber. Dann nehmen wir noch einen kleinen Himbeergeist. Achso, nee, dann. Hier. Diese Seite. Das ist aber nicht so leicht. Nein, es ist Ding. Nicht leicht, weil wir... Ja, es geht aber. Ja, wunderbar. So, nehmt doch mal, Moment mal. Gib doch mal diese Schale weg. Danke. Ja, das ist besser auf diesem, ne? Und das nehmen wir runter. Ja, das ist besser hier. Aber wir auch weg hier, bitte. Herr Völz, haben Sie wirklich Bäcker gelernt? In Ihrer Jugend? Ich habe gebacken in Polen, in Russland, in England und in Hameln an der Weser. Aha. Und keiner war begeistert. Deswegen haben Sie dann auf Schauspieler umgeschult. So, was kommt denn da jetzt drauf? Erstmal machen wir ein kleines Viereck. Viereck? Ja, so ein bisschen, nur ein bisschen, muss nicht. Aber das dicke weg hier. Aber ich finde, es sieht schon sehr professionell aus. Das dicke weg. Ja, das ist ja nicht das Schwierigste. Das ist nicht das Schwierigste. Das ist der... Gottes Willen. Ja, ich schneide dieses ab. So, jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt mal entscheiden. Wir. Haben ne? wir Öl da? Speck war mal Öl? Nee, Öl gehört da nicht. Das ist aber hier unprofessionell. Jetzt müsste Öl drauf. Aha, das fehlt jetzt. Jetzt Speck drauf. Die Bremer haben es nicht so mit dem Flammkuchen. Das wusste keiner, dass das Öl da drauf kommt. Aber Speck? Oh, lala. Ach, ruhig mit der Hand. Ist ja keiner. Haben Sie eine Ahnung? Der wird gleich gebacken und den essen wir nachher. Jetzt haben wir den wunderbar geraspelten Speck. Nicht genau. So viel, was fehlt jetzt noch? Ja, schon die Eckchen. Zwiebeln? Ah, wir machen... Zwiebeln auf jeden Fall nachher. Aber Champignons. Jetzt machen wir Champignons noch dazu. Das ist aber eine sehr eingelegte... Ja. Halten Sie das für authentisch, Frau Kaas? Champignon auf dem Stamm? Die ist ja aus dem Lothringer Teil und ich bin aus der Nähe von Straßburg. Nein, ich glaube, dass... Ja, man kann verschiedene haben. Aha. Jetzt machen wir Zwiebeln. Das für diesen natürlich noch besser. Ja. Jetzt machen wir Zwiebeln. Ich mache das mit der Hand, damit Sie nachher... Da werden jetzt entsetzte Anrufe kommen, dass dieses Kulturgericht auf so eigenwillige Weise verfremdet wird. So. Und jetzt noch, glaube ich, hier Fromage Blanc jetzt war das, kommt ne? Oder Creme Fraiche oder so. Creme Fraiche. Ja? Ist da? Weißkäse kann auch auf. Okay. Nehmen Sie das und ich nehme den Ding. Jetzt müsste eigentlich noch... Ja, aber wie, einfach drauf knallen. Ja. Aber Himbeergeist muss da jetzt nicht drauf, oder? Für mich gleich zum Mitnehmen. Ja, gut. Weil hier gibt es ja herzlich wenig zu trinken in dem Laden. So, Sie machen das wunderbar.
Ich finde auch. Also es sieht so aus, als würden Sie eigentlich herrlich zur Entspannung kommen. Ja, er sagt mir ja genau, was ich machen soll. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Käse drüber streuen. Gehört der drauf? Nein, gehört nicht, aber wir machen es. Doch, gratiné. Natürlich. Gratiné. Wir wollen es Ihnen nicht verraten, sonst fahren die alle nach Lothringen und essen. So, jetzt können wir es in den Ofen tun. Das sieht super aus, lecker. Ist der Koch da? Der Teig ist ein bisschen dick hier, aber... Okay, also dann wird das jetzt rausgefahren, wird in den Ofen gebracht und hinterher dürfen wir das wir probieren. Wir könnten natürlich noch ein paar... Werden Sie nicht übermütig. Ich glaube, es ist genug drauf, oder? Danke, das war's. Okay, nee, also wir bedanken uns. Das war mir ein Vergnügen. Unsere begnadete Köchin ist jetzt so lieb und geht auf die Bühne und geht ihrem eigentlichen Handwerk nach, nämlich dem Singen. Patricia Kaas und Une Fille de l'Est. Parce que nos cieux sont ténébreux. Si on n'a pas la mer, on a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil, il nous oublie longue saison.